Timing 0, so wie er im Auslieferungszustand ist. Vorwärts. Rückwärts. Man hört ziemlich deutlich den Unterschied. So, wenn ich jetzt auf minus 10 stelle, merkt man auch, vorwärts ändert sich gar nichts. Rückwärts ist also noch schärferes Timing, überhaupt nicht das, was ich will. Wenn ich ihn auf 10 Grad plus stelle, vorwärts ändert sich wieder nichts vom Geräusch. Und rückwärts ist er immer noch deutlich schneller, aber besser geht's nicht. Also das mit den 10 Grad stimmt, aber definitiv läuft er lieber rückwärts. Und hier ändert natürlich auch Umpolen nichts im Motor, weil ich ändere damit zwar das Ansprechverhalten an der Funke, also vorwärts ist rückwärts und rückwärts ist vorwärts, aber die Drehrichtung bleibt ja die gleiche, in der der Motor schneller läuft. Das heißt, ich muss ihn so betreiben, dass er eigentlich im Rückwärtsmodus vorwärts fährt. Dann läuft es zwar alles technisch und ich kann ihn auch bremsen über den Fahrtenregler, über die Programmierkarte, indem ich sage, rückwärts nur 50%, dann ist er natürlich rückwärts auch langsamer, aber es ist definitiv nicht die richtige vorgesehene Drehrichtung. Blöd.